Hallihallo, ich bin's wieder, Sani von Sanis Bastel-Eck. Und heute werken wir die zweite Seite für dieses Album. Also, für dieses Album. Ich muss ehrlich sein, ich weiß gar nicht mehr, was bei der zweiten Seite so passiert ist. Schauen wir es uns am besten einmal gemeinsam an. Und dann legen wir auch gleich los. Ups. Also, da hätten wir mal die zweite Seite. Ah ja, genau. Da haben wir so einen Bellyband-Verschluss, verschlossen mit so einer kleinen, großen Klappseite. Und wenn wir das Ganze öffnen, können wir das noch einmal aufklappen. Genau. Und die Seite lässt sich auch nach oben öffnen. Und wir haben ein Pop-Up-Element. So schaut das Ganze vorne aus. Dann kann man das Ganze da wieder verschließen. So, da. Und dann klappen wir uns das Ganze um. Ups, das war die erste Seite. Und die zweite Seite klappt sich so auf. Und noch einmal so. Aha. Genau das war's. Und dann haben wir da noch einmal eine Klappseite und diese Leporellos. Und das Wasserfallelement. Sehr cool. Na dann, werken wir das heute gemeinsam, würde ich sagen. Und dann legen wir auch gleich einmal los. Das Album gebe ich mir zur Seite. So. Die Seite Nummer 1 gebe ich mir auch zur Seite. Was wir brauchen, ist eine neue Basisseite. Das stellen wir wieder weg. Genau. Und auf der Basisseite werken wir jetzt. So. Sehr gut, der Ziehmechanismus funktioniert auch noch tadellos. Also, dann legen wir mal los mit der ersten Seite. Dafür brauchen wir einmal eine Seite mit 21 cm mal 22 cm. So. Und dann falzen wir uns das direkt bei 21 cm. Wo ist der Stift? Also bei 21 cm falzen oder bei 1 cm, dann ziehen wir uns die Falzlinie direkt nach und können das Ganze auch schon festkleben. Heute ist mir mal mehr noch Abreißklebeband. Also Abreißklebeband auf die Klebelasche aufbringen. Gut andrücken und das Ganze soll sich nach oben hin öffnen. Also ziehen wir mal ein Stück von der Schutzfolie ab, drehen wir die obere Kante, also das Bindungselement soll nach unten zeigen bei mir, und ich klebe es dann nach oben hin an. Halt mir dafür das Ganze am unteren Eck einmal bündig an, so dass ich da auf der Kante parallel bin und auf der Kante da unten idealerweise auch. Und dann kann ich die Schutzfolie abziehen und das Ganze einmal andrücken. So. Und dann machen wir jetzt einmal den Aufbau da nach oben hin, weil tun wir uns jetzt noch leichter, solange noch innen noch nichts ist. Also gebe ich mir das wieder zur Seite. Für den Aufbau brauchen wir einmal zwei Seiten. Die haben das Maß 12,5 x 21 cm. Also schneide ich mir einmal einmal bei 12,5 und dann noch ein zweites Mal bei 12,5. So. Und dann brauchen wir noch einmal
2 Seiten, die das Maß 11,5 haben, mal 21 cm. Also von der zweiten Seite noch haben wir 2 Stück. 11,5 aber schneiden und noch einmal bei 11,5 schneiden. So, das falzen wir gleich. Schneiden wir uns einfach einmal eine Seite bei 23 cm und dann 2 Streifen von 5 cm. So. Zweimal. Die Reststücke geben wir uns wieder zur Seite und dann falzen wir einmal durch. Dafür brauchen wir wieder das Falzbrett und wir falzen gleich einmal diese Bellyband-Elemente bei links und rechts bei 1 cm. Sehen wir es einfach bei 22 und bei 1 cm und das Ganze zweimal. So. Dann nehmen wir die Seiten her, die 11,5 cm sind. Die falzen wir bei 1 cm bzw. bei 10,5. Je nachdem, wie es euch einfach lieber ist. So. Und dann haben wir noch die beiden Seiten, die 12,5 cm breit sind. Und die falzen wir bei 1 und 2 cm bzw. bei 11,5 und 10,5. Einmal und ein letztes Mal. So. Und wir falzen uns natürlich alle Falzlinien nach. So, als erstes nehme ich mir wieder mein Abreißklebeband und gehe mir auf die Klebelaschen Abreißklebeband und zwar nur auf das Äußere. Jetzt sage ich euch gleich, was ich meine. Auf die äußere Klebelasche, also auf den äußeren Streifen. So. Das ist hier unsere Seite, die dann so eingeklebt wird. Und da gebe ich mir das Abreißklebeband drauf. Bei beiden Seiten. Und auf den anderen Elementen, wo wir nur die Klebelasche haben, gebe ich mir natürlich auch noch das Abreißklebeband drauf. Wenn wir das geschafft haben, können wir uns das erste schon einmal aufkleben. Und zwar kommt das Ganze ja innen rein. So. So soll das Ganze dann eingeklebt bzw. aufgeklebt werden. Wie können wir es uns auch? Machen wir es einfacher, dann ist es vielleicht leichter. So. Wir kleben es uns gleich auf die Seite drauf. Das heißt, ich nehme mir die Seite mit der Klappseite nach oben her und drehe es mir einmal um 90 Grad oder, ja, na, brauche ich gar nicht um 90 Grad drehen. Lege es mir so her. Dann drucke ich mir das Ganze einmal ein bisschen flach und ziehe mir wieder die Schutzfolie-Stücke runter. Und dann lege ich mir wieder die untere Ecke bündig an meine Klappseite an. Wenn alles passt, drücke ich die obere Ecke fest. Zieh die Schutzfolie raus und natürlich gut andrücken und die zweite Seite macht man genau gleich. Dann nehmen wir wieder die Seite her mit dem Abstand,
ziehe mir wieder ein Stück von der Schutzfolie raus oder runter, drücke es flach. Dann schaue ich, dass ich unten am Eck wieder bündig bin mit der Seite. Wenn alles passt, drücke ich mir da die Seite flach, fest, ziehe die Schutzfolie raus und drücke fest. So, also ist echt keine Hexerei. Dann können wir das Ganze so aufstellen und dann haben wir diese Seite drauf. So, und wenn wir uns das Ganze jetzt aufklappen, soll sich das Ganze dann ja noch einmal nach außen klappen. Das heißt, wir geben es auf den äußeren Kanten noch einmal eine Seite drauf, eine Klappseite. Dafür ziehe ich mir die Schutzfolie wieder ab, lege unten an der Ecke das Ganze bündig an. So. Und wenn es passt, so, der rechten Seite geht es immer ein bisschen schwerer. Drücke es fest, ziehe die Schutzfolie raus und fertig. Und dann so, haben wir das jetzt ein bisschen schief eingeklebt. Natürlich. Macht aber nichts dadurch, wenn wir da den Spalt haben. Obwohl, es macht schon was, es stört mich einfach. Deswegen nehme ich mir mein kleines Helferlein und schneide mir einfach 1 mm raus. Und dann passt es auch. So, und auf der zweiten Seite machen wir das jetzt genau gleich. Wenn wir das haben, können wir uns auch schon diese beiden Elemente aufkleben. Da habe ich mir jetzt tatsächlich kein Abreißklebeband drauf gegeben, weil ich das mit Flüssigkleber machen möchte. Dafür gebe ich mir eben Flüssigkleber drauf. Dann nehme ich mir die Klappseite und gebe es oben bündig einmal auf. So. Schau, dass ich da an der Kante parallel bin. Und dann müsste das nach Adam Riese da auch passen. Genau. Und dann ist das da schön entlang der Kante. Und dann gebe ich mir auf die zweite Seite auch Flüssigkleber drauf. So. Und auf der Seite verfahren wir jetzt genau gleich. So, und damit uns die Seite da jetzt nicht immer aufgeht, werkeln wir noch den Verschluss dazu. Dafür brauchen wir wieder den Hebelschneider. Und zwei Seiten. Hoppala. Meine letzten zwei. Perfekt. Die erste Seite schneiden wir uns bei 20 cm zu. So, 20 mal 21 cm. Und die zweite Seite brauchen wir 20 mal 20 cm. Und die 20 mal 21 cm, falls wir uns an der 21 cm Seite bei 20 cm oder bei 1 cm. Das geben wir mal weg. Dann ziehen wir uns die Falzlinie nach und geben uns ein Abreißklebeband drauf. Du könntest das natürlich ja alles mit Flüssigkleber machen, aber mir ist heute mehr noch Abreißklebeband. Und dann ziehe ich mir wieder eine Eckhalle ab, halte mir es unten an
schaue, dass ich schön parallel bin, drücke es fest und Schutzfolie raus. Und somit haben wir auch schon unseren Verschluss von der Seite. So. Und wenn da dann Designpapier drauf kommt, ist es ein bisschen stabiler auch noch und dann geht es noch leichter einschieben. Und jetzt widmen wir uns diesem Pop-Up-Element. Dafür hole mir mal weißes Papier. Für den Mechanismus vom Pop-Up-Element brauchen wir einmal einen Streifen 21 x 8 cm. So. Und nachdem wir den Schneider gerade da haben, schneiden wir uns noch einen Streifen von 10 cm über die Länge von A4 runter und kürzen uns das bei 28 cm ein. Warum biegt denn das so? So. Und dann müssen wir uns jetzt ein paar Falzlinien machen. Die Karte, was dann aufpoppen soll, falzen wir uns folgendermaßen, und zwar bei 7 cm, bei 14 cm und bei 21 cm, also alle 7 cm. Und dann falten wir uns das Ganze so im Zickzack. Also einmal gegengleich, also die äußeren Falzlinien gegengleich zur mittleren Falzlinie, so dass wir am Ende so ein M haben oder ein W, je nachdem, wie man es betrachtet. So, das war mal die einfache Falzlinie. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber zu kompliziert ist es jetzt auch nicht. Also ich ziehe mir mal die Falzlinie in der Mitte, bei den 8 cm, einmal in der Mitte bei 4 cm. Dann drehen wir uns das Ganze und wir müssen bei 6,5 cm und bei 14,5 eine Markierung setzen. Dann drehen wir das Ganze um. Mach das noch einmal bei 6,5 und 14,5. So, dann kann das Falzbrett weg. Wer das mit diesem Falz- und Schneidebrett macht, kann das jetzt auch dort drinnen so anlegen. Ich falze mir das jetzt mit dem Lineal. Und zwar so, dass wir uns die Diagonalen, also so ein Kreuz durchfalzen, bei den Markierungspunkten, die wir gerade gesetzt haben. Einmal, zweimal. So soll das Ganze ausschauen. Und dann falten wir einmal das nach hinten. Also die lange Falz einmal so falzen und die Diagonalen gegengleich. Einmal, zweimal. Und jetzt kommt das zur Seite. Ergibt sich das schon von ganz alleine, dass das da so zusammenfällt. Und jetzt helfen wir ein bisschen nach. Es soll da schön parallel liegen. Wenn das nicht hundertprozentig akkurat gefalzt ist, wie bei mir gerade, kann man da jetzt dann noch ein bisschen nachkorrigieren und dann passt das an. Und dann machen wir das von beiden Seiten. Was ich dann jetzt mache, diese Spitze schneide ich mir weg, weil da so eine dickere Wulst sonst ist und dann lässt sich das nicht so schön öffnen. Bevor wir das da jetzt einkleben, herrichten tun wir es jetzt schon einmal. Das kommt dann da so in die Mitte her. Wir nehmen uns das Element, das Pop-Up-Element so her, dass es wie ein M ist, und drücken es zusammen, sodass wir unten
die zwei Enden haben und in der Mitte die Falzlinie. Und dann wird das Ganze so reingeklebt, dass einmal auf der oberen Seite und einmal auf der unteren Seite das Ganze am Mechanismus befestigt wird. Wie weit genau ihr das hinterklebt, bleibt eigentlich euch überlassen, aber je weiter vorne, desto schöner geht es dann halt am Ende auf. Das heißt, wir bewaffnen uns mit Flüssigkleber. Die Seite gebe ich kurz zur Seite. Haha. Und dann lege ich mir das mittig, Auge mal Pi, und circa 1 cm schiebe ich mir das in den Mechanismus rein. Dann hebe ich das Ganze auf und gebe mir da ein bisschen Flüssigkleber drauf. Halte mir das dann noch einmal gut an und schaue, dass es passt und dass ich gerade bin. Das ist auch ganz wichtig. So. Hätte im Garten gearbeitet und irgendwie krampfen meine Finger schon ein bisschen. Ich glaube, es muss noch ein Magnesium her. Ich drehe mir auf jeden Fall den Mechanismus um und mache das Ganze auf der hinteren Seite gleich. Also Flüssigkleber, einen Streifen drauf geben und festdrücken. Und das war's auch schon. Fertig ist unser Pop-Up-Element. Ich gebe mir jetzt auf dieses Dreieck Flüssigkleber auf einer Seite einmal und positioniere mir das schön mittig. Und gehe nicht über die Falzlinie, aber ganz nah dran, dass sich die Seite da schon noch schön schließen lässt. Und dann gebe ich mir auf dieser Seite Flüssigkleber. Da braucht man auch jetzt nicht allzu sparsam sein. Man hätte da jetzt auch schon ein Designpapier drauf geben können, gell? Die Schlauen unter euch. Ja, es ist wie es ist. Irgendwie wäre das dann schon was Schöner. Genau, und dann drücken wir uns die Seite fest. Und idealerweise vorher Designpapier draufkleben. So. Gut andrücken. Dann, tada, funktioniert unser Pop-Up-Element. Wunderbar. Und vielleicht warten wir noch, bis der Kleber richtig festgezogen ist. Und am Dreieck, wichtig, nicht so wie ich, huddeln, bis ins Eck den Flüssigkleber geben, damit es dann gut haltet. So, ich lasse das jetzt einmal zu, dass der Kleber anziehen kann und bereite einmal kurz alles her für die Rückseite. Für die Rückseite brauchen wir einmal eine Klappseite, die das Maß hat 21 cm mal 18 cm. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Na, das passt nicht. 12,5, das geht sich gerade nicht aus. Das kalten wir aber auf. Das brauchen wir gleich. Schau nur, ob ich noch ein Reststück habe. Ich habe doch so viel. Warum ist da nichts Passendes mit dabei? Wohl. Eine Seite, die das Maß hat 13,5. Tipptopp. Mal 21 cm. Eine Seite, die das Maß hat 12,5 mal 21 cm. Braucht man noch. Und dann machen wir uns noch den Verschluss aus dem Reststück von der ersten Seite. Das schneide mir bei 10,5 zurecht. Und da bleibt ja quasi nichts übrig. Und das war's. So, das werden einmal die Klappseiten für die Rückseite. Die falzen wir uns jetzt natürlich wieder. Und zwar das Stück mit 21 mal 10,5 falzen wir uns in der Mitte bei 10,5.
da können wir uns gleich die Falzlinie nachziehen. So. Die Seite mit 12,5 x 21 falzen wir uns bei 11,5 bzw. 1 cm. Die Seite mit 13,5 x 21 bei 12,5 und 11,5 oder 1 und 2 cm. Und die letzte Seite mit 18 cm falzen wir ab bei 1 und 2 oder bei, 17 und 16 cm. Und alle Linien wieder nachfalzen. Wenn man alles nachgefalzt und mit Abreißklebeband bestückt haben, also so wie auf der vorherigen Seite auch, an den äußeren Klebelatschen einmal Abreißklebeband drauf und dann schaue ich, dass ich wohl, in dem Fall ist jetzt mein Bindungselement rechts, dann sollte alles richtig sein, nur mal kontrollieren, dass alles richtig ist, also wenn ich es so aufmache, kommt dann das Pop-Up-Element, das passt. Drück mir die Seite flach und gebe mir diese Seite links drauf. Dafür schaue ich wieder, dass ich schön bündig bin. Drück es mir fest und reiß mir Abreißklebeband ab. So. Ziehe die Schutzfolie raus und drück mir das Ganze fest. Und dann machen wir das auf der Seite genauso. Da ist jetzt aber wichtig, dass wir nicht über die Falzlinie drüber kleben, weil sonst behindern wir unseren Mechanismus, das, also unser Bindungselement, das wollen wir nicht. Also schauen, dass wir da vor der Falzlinie sind. So. Andrücken und Schutzfolie raus. Gleich mal kontrollieren, ob das eh passt. Passt und festdrücken. Und dann haben wir noch die letzte Seite. Die klebe ich mir wieder auf diese Seite drauf. Dafür ziehe ich mir wieder die Schutzfolie ab. Und halte es mir unten bei der Ecke an. Schau, dass ich überall parallel bin. Und dann muss das eigentlich nach Adamriese da oben auch passen. Und dann kann ich mir die Schutzfolie rausziehen. Und dann kann man gleich die Probe machen, wenn sich das da ein bisschen blockiert. Was es in meinem Fall tut, kürze ich mir das einfach wieder vor, wie vorhin auch, um so 1 mm ein. Dann funktioniert das wunderbar. So. Und was ich dann hier noch habe, ist ja dieser Verschluss. Der kommt auf diese Seite drauf und haltet dann die Seiten zusammen. So, das soll dann sehr mittig drauf sitzen. Nachdem ich da jetzt aber noch kein Designpapier habe, gebe ich mir aber trotzdem mal einen Magneten drauf. Ein Magnetenpaar. So. Boah. Das war jetzt laut. Wo ist mein Abreißklebeband hin? Die Magneten sind ein bisschen stärker. Das sind die 10 mm mal 1 mm, also 10 mm im Durchmesser und 1 mm dick. Klebe mir da mal drauf. Und fixiere mir das Ganze ganz gern mit Abreißklebeband, weil die Magneten ja doch recht stark sind. So, dann nehme ich mir das, also da ist jetzt die pickige Seite nach oben. Gebe mir zuerst drauf, bevor ich den Magnet drauf klatsche. Dann kann ich die Schutzfolie abziehen.
oder auch nicht, doch. Und dann drücke ich es mir mal fest. Und dann kriegen wir die Magneten auseinander. Und das haltet ganz gut. Und wir haben schon einmal den Verschluss da, wo er dann sein soll. Zwar noch nicht da drauf geklebt, aber es verlässt man die Seiten schon einmal nicht mehr. Und jetzt können wir uns dem, na, da haben wir noch so Leporello-Elemente gehabt. Die machen wir zuerst noch. Genau. Und die kann man gut aus Resteln werkeln. Dafür braucht man nämlich 4 Stück 14,5 mal 9,5. Hm, 14,5 geht sich nicht aus. Also 9,5 mal 14,5. Diese Elemente falzen wir uns jetzt bei einem Zentimeter an der 14,5 cm Seite, also entweder 1 cm oder 13,5 bei allen vier. Wenn ihr die Falzlinien gezogen habt und nachgefalten habt, nehme mir die Seite und Flüssigkleber in dem Fall und gebe mir mal Klebemittel drauf. Nehme mir ein anderes Element und gebe auf die gegenüberliegende Seite von der Klebelasche, klebe mir das Ganze da drauf. Und somit haben wir uns ein kleines Leporello gewerkelt. So. Einmal und dann machen wir das Ganze noch ein zweites Mal. Dann nehmen wir uns die Seite her und jetzt könnt ihr euch überlegen, entweder, also ich klappe mir die Seite auf, die linke, entweder mache ich das so, dass ich es noch so aufklappe, oder ich klebe es mir so ein, dass ich es in die Richtung aufklappe. Also es bleibt euch überlassen. Im Endeffekt kann man das machen, wie man möchte. Man kann an so, an so. Das mache ich jetzt in dem Fall. Dann kann man ans, kann man so auseinanderziehen. Ist ja auch nett. Und dann mal was anderes. Und dann positioniere ich mir das einmal grob, wie ich es gern haben möchte. Schau, dass die Abstände ungefähr passen. Und dann kann ich mir das Ganze einfach festkleben, indem ich mir wieder Flüssigkleber aufbringe auf die Klebelasche und andrücke. Einmal und dann beim zweiten Kleben noch einmal. So. Und dadurch, dass man sich das vorher auflegt, weiß man schon ungefähr, wo es hin soll. Und dann kann man das so aufklappen. Was ich gemacht habe, ist, habe das Ganze mit Band verschlossen. Also ich habe mir da Band aufgebracht und da Band aufgebracht und vorne Mascha lang gemacht. Oder man gibt sich dann da Magnetenpaare rein. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Deswegen lasse ich es dabei einfach so. So, und jetzt können wir uns dem Wasserfallelement im Innenraum widmen. Dafür geben wir uns das einmal zur Seite. Und wir schneiden uns einmal ein bisschen was zu. Wir fangen einmal an. Wir brauchen ein Element, das hat das Maß 19 cm in der Breite. Das kürze ich mal auf 4. Also schau, dass die lange Seite so liegt. Kürze es mal die kurze bei 19 cm ein. Und dann schneide ich mir das Ganze bei 24 cm zurecht.
Das wird dann unser Ziehelement quasi. Dann brauchen wir eine Seite, die hat das Maß 19 mal 19 cm und dann werden wir immer einen Zentimeter kleiner. Also jetzt 19 mal 19. Dann brauchen wir eine Seite 18 mal 19. Dann brauchen wir eine Seite 17 mal 19. Gleich haben wir es. 16 mal 19. Und die letzte Seite. 15 mal 19. So. 15 mal 19. Und dann brauchen wir noch eine Halterung. Für den Mechanismus braucht man eine Seite, die für die Halterung braucht man ein Stück, das hat das Maß 21,2 mal 3 cm. Und nachdem 3 cm das schwer zum Oberschneiden geht, misse ich mir mal kurz aus, was das Papier hat. Ich kürze es mal so ein. So in etwa. Das sollte jetzt circa 3 cm haben, jawohl. Und wir falzen uns jetzt das Ganze. Stück für Stück. Also die Halterung falzen wir uns einmal bei einem Zentimeter. Dann drehe mir das Ganze und falze es noch einmal bei einem Zentimeter. Hat den Grund, weil wir ja da 2 mm länger sind, damit es da in der Mitte 19,2 dann hat, damit die Seiten schön durchfahren kann. So, das ist einmal unsere Halterung, die das ganze Wasserfallelement haltet. Unsere Wasserfallelemente, unsere Seiten. Wenn wir sie uns so stapeln, haben wir da ja schon einmal unsere Wasserfallelemente. Die geben wir uns kurz zur Seite. Ich weiß nur noch mal in welche. Und dann nehmen wir noch das Stück, das 24 x 19 cm hat. Und das falzen wir uns bei 19 cm. 20 cm. 21, 22 und 23 cm, also jeden Zentimeter einmal durchgefalzt. So, dann können wir uns die Falzlinie nämlich auch gleich einmal nachziehen. Wenn wir uns die Halterung nachgefalzt haben, falten wir uns das Ganze bei der letzten Falzlinie mal so ein und dann gehen wir her, geben auf den untersten Streifen einmal Flüssigkleber, also immer Flüssigkleber, weil kann ich dann noch ein bisschen nachbessern, aber aufpassen, dass wir nicht batzen. Und dann nehmen wir uns die kleinste Seite, also die 15 cm her und kleben uns das Ganze vor die Falzlinie oder recht bündig an die Falzlinie an und dann liegen wir ja eigentlich da vorne an unserem Ziehmechanismus bündig. Dann, also wisst ihr, wir sind dann da bündig, fast bündig, aber ein bisschen schief gefalzt oder schief geschnitten anscheinend. Aber so sollte das Ganze jetzt ausschauen.
Dann nehmen wir die nächste Seite, die 16 cm mal 19 cm und die kleben wir uns an den nächsten Streifen, also an die nächste Falzlinie an. So. Und die ist dann auch wieder unten bündig. Also das ist eigentlich so eine versteckte Wasserfallseite, nenne ich es mal. Dann nehmen wir wieder einen Flüssigkleber und kleben die nächste Seite an. Mit den 17 cm müsste das sein in der Höhe. Entschuldigung, falls mein Kopf dort drin war. Dann wieder Flüssigkleber auf den nächsten Streifen geben. Die 18 mal 19 cm draufkleben. So. Und auf die letzte Seite, auf den letzten Streifen wieder Flüssigkleber drauf geben. Und da kleben wir uns jetzt die 19 mal 19 cm drauf. So. Zack. Und so schnell haben wir dann quasi unser Wasserfallelement. Ich plattel mir das Ganze jetzt einmal so durch und schaue, ob ich da wohl nirgends mit Kleber gebatzt habe und ob jede Seite sich schön öffnen lässt. Das tut's. Und dann können wir uns auch die Halterung schon einmal aufkleben. Und zwar so. Ich gebe mir das einfach mittig. Jawohl, ist richtig gedacht. Gehe mir auf die Halterung da den Flüssigkleber anständig drauf, weil der musste dann auch viel ziehen, also gut halten. Und das klebe ich mir auf die unterste Seite, also sprich auf die 15 cm Seite, an die Unterseite bündig an. So. Und wenn wir uns das Ganze da dann so umklappen, passt es da auch noch schön durch. So sollte das dann idealerweise sein. Dann können wir uns das andrücken und funktioniert dann in etwa so. Sehr cool, oder? Und wenn man so sieht, sieht man es auf den ersten Blick eigentlich gar nicht. So, dann können wir uns die Seite hernehmen und ich lege mir das jetzt einfach nur da so rein, weil ich habe noch kein Designpapier. Das kommt dann zum Schluss und wenn wir Designpapier haben, also zuerst da das Designpapier drauf geben und dann gibt man nur auf diese zwei Klebelaschen Kleber drauf. Und klebt es dann da rein. Und das war's dann. Und was man dann noch machen kann, ist natürlich auf dieses Ziehteil noch so ein Tab. Aber das kommt dann noch. Genau. Jetzt fürs Erste würde ich sagen, haben wir die zweite Seite eigentlich ganz gut und flott gewerkelt. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Ich freue mich jedes Mal, ich habe jetzt gerade so eine liebe E-Mail gekriegt, liebe Grüße Brigitte an dieser Stelle. Ich bin wirklich sehr gefreut über die E-Mail. Wirklich entzückend. Ihr könnt mir immer fragen, wenn ihr Fragen habt, einfach eine E-Mail schreiben, steht unten in der Infobox meine E-Mail-Adresse. Oder ihr schreibt es mir auf Instagram oder Facebook. Ihr könnt es mir auch sehr gerne verlinken, wenn ihr es nachbastelt. Ich freue mich immer über Fotos und über eure Werke. Genau. Ja,
abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr nicht das nächste Video, wenn wir die dritte Seite basteln. Also, habt einen schönen Abend und bis bald. Baba!